Hallo, erst wer? Ah ja, nü konn ich hier. Guten Abend. Nü kam de gute Nachtgeschicht von Tante Anna. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag, halt die Hände. Sei war da alle da am de Geschichte hier. Ich will ihn von dir in der Apostelgeschichte 12, der Vers 23 lesen. Da steht dort so: Ein Bild schlug der Engel vom Herrn an, wenn heu Gott nicht die Ehe gauf. Und heu wird gefreden von der Warm und gauf sein Geist ab. Jo, Tönja, das ist ein interessanter Vers, der wie immer Gott die Ehe geben. Da werden wir uns die Ehe nochmal selbst nehmen. Von dort soll auch unsere Geschichte gehen. Dort wird Sonnabend und Jänabend. Die Menschen haben alle abgehört mit Arbeiten und sie freuen sich, dass sie nun sich ausruhen können. Und sie gaufen Gott die Ehe. Hier oben auf dem Turm, da blusen die Musikanten ohne Choral. Sie sunken. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Jo, die Tönja, die tanzen vor Freude. Sie spielten in Randen in der Rund. In der Ellern, die kommen alle von der Arbeit. In den Menschen werden abgegossen. In den sind dort schon. In der junge Zimmermann, der sich bald befreien will, da jint auch an dieser Stunde jieren bei dort Hüs vorbei, wo seine hübsche Brüd wohnen dort. In der Brüd wird zu dieser Zeit auch immer büten, soll dort auch ein bisschen Raum schaffen, und sie wird so ja froh, wenn ihr Brigam dort vorbeigeht, dann können sie sich bereisen und sonnen. Ja, die Menschen in der Stadt reden immer noch von dem furchtbaren Schicksal von dem Dagdatja, der ein vergangenes Jahr von dem höheren Turm gefallen wird. Und Gott für seine Rade nicht die Ehe gegeben hat. Nun wollen wir dort vertellen, was dort gerade passiert wird. Ein Tag dachte, der Arbeit hoch oben an der Spitze von dem Turm. Und dann auf einmal rollt der Strang auf, mit dem er eingebunden wird. Mit einem großen Schwung stürzt er rauf. Und dann bleibt er oben. Eine Aster von einem Baum hängen. Der Aster der Brücken auf. Aber dann deuten die andere Aster am Abholen. Und so wird der Sturz auf die Erde nicht so hart gekommen. Ja, heu hat nicht in so einen großen Schaden. Und heu wird auf dem Wetter groß gefallen in einen Garten.
Viele Menschen, die Sachen am Fallen, und die schriechen Lüt von Schreit. Ja, sie rannten alle dahin in die Läufen, die wurde dort auf ihr liegen. Wie erstaunt werden die, als die den dort die Läufen unversehrt auf der Tirone groß liegen sahen. Die Menschen werden alle abgebracht. Immer mehr Menschen kommen da herand. Und sie werden dort versammelt, und jeder will warten, wer auf dem Tag da jend. Und dann kommt noch ein Wirt von ein Drinthüß zu haben. Hoi röp den Menschen te, dit ist doch ein gerötet Wunder. Du ist von so hoch gefallen, und du ist munter und gesund. Dit macht wie feiern. Kommt alle in mein Gasthüß. Wie wollen nu diesem geraden, Hochleben luden. Ihr seid, ihr tun. Die Menschen, die nehmen dem Dagdater eine Mäd, in jinten hinter dem Wirt, mit einem lüden Jubel und dort Trinthüß. Hier trinken sie viel Alkohol und werden lüd, in Schrichten und Hübsten, in den Leuten dem Dagdater immer weiter hochleben. Jo, sie saßen am ob einen Stuhl, dann heben sie dem Stuhl hoch nach und dann schaukelten sie und schriechen sie, so dass Jana sich ring und festhüllen muss, damit er nicht rauffallen dort. Und immer weiter muss der Dagdata von dem gefährlichen Sturz vertellen. Jo, dort wird ein Wunder. Denn der Engel Gottes, der hat diesen Mond so gehüllen, dass er nicht auf der Stange gefallen wird, sondern erst auf ein Böhm und dann erst von Ast zu Ast warte auf das Wetter großfall. Aber Tjonja von der Lustige Jast gab Gott ihr. Tjonja will nicht dem Herrn Jesus für die herrliche Bewahrung danken. Von vielen Reden und Drinchen wird der Dagdata ganz müde geworden und so lädt er sich da auf der Ofenbank. Und wieder eingeschlupen. Aus der letzten Jast, dann dort Wirtshüß verloten wollen, dann meuten sie, wo der Mond da auf der Ofenbank entsetzlich anfangen zu stehen. Und der schlug mit seinen Händen in der Luft, und der können meist nicht herrschen. Sie wollen am Pi nicht zur Held kommen, aber über dem Fall der Dagdata von der Ofenbank rauf, und wird aber steht dort. Dort ist trürig. Die Menschen, die haben dort für jeden, dem wunderbaren Gott, die ihr zu geben, am zu danken, der diesen Montag so herrlich geraten hat, als er von dem höheren Turm raufgefallen dort. Die Menschen in der Stadt werden über diesen Vorfall so erschrocken. Sie fallen auf ihre Knien und deuten Buße für Gott. Ja, sie deuten Buße über ihr gottlose Trieben. Von dem Tag an wird nur jeder zu Ovens, wenn die Menschen von der Arbeit kommen, da oben auf dem Turm und schrisselige Choral geblust. Ja, Tjenja, so ist dort, wenn wir Gott nicht die Ehe geben und uns die selber nehmen, dann wird er zuletzt so erschleicht gehen. Nun werden wir noch beten. Ewig gerechter Gott, wir werden dir von Herzen danken, dass du uns das Leben gegeben hast und dass du uns ein fröhliches Herz gegeben hast, dass du uns deinen Dieren Frieden gegeben hast und dass du uns in deiner Gnut bewahren lässt. Ja, du lässt uns raten in alle Nöte, und du hast uns auch erlöst. Amen. Heute will Gott dich fragen, willst du mein Diener sein? Was willst du ihm dann sagen? Lässt du ihn bei dir? Zu folgen genügt nicht.
Gott hat so oft gesprochen, sag, war dein Herz dabei? Ist schon dein Ich gebrochen? Bist du von allem frei? Denkst du, dein frommes Benehmen reicht für den Himmel schon aus? Du wirst vor Gott dich schämen, denn alles kommt heraus. Niemand kann zwei Herren dienen, das gefällt ihm bald. Ich kenn dich doch nicht. Dann ist kein Beten und Klagen, alles kommt vors Gericht. Wenn du dich nicht klar entschieden, sagt er zu dir dieses Wort: Komm und er will den Frieden. Zwei Herren dienen, das gefällt den beiden nicht. Jeder will dich ganz gewinnen, doch entscheiden musst du dich. Doch entscheiden musst du dich. Entscheiden. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.